Ein Herr möchte wissen, ob das sinnvoll ist, weil er Asthma hat, dass er jetzt regelmäßig zum Lungenfunktionstest in die Praxis gehen soll. Die Lungenfunktionsdiagnostik ist eine durchaus wirklich sinnvolle Untersuchungsmethode, um zum einen die Diagnose Asthma zu kontrollieren, aber auch zum anderen den Krankheits- oder auch Heilungsverlauf zu beobachten. Jedoch gibt es auch noch andere diagnostische Verfahren, die wesentlich einfacher sind. Zum einen sollte erstmals herausgefunden werden, welche Art des Asthmas Sie überhaupt haben, um dann nämlich das optimale Therapiekonzept für den Patienten zu erstellen. Denn die Behandlung eines allergischen Asthmas beispielsweise ist eine völlig andere als die des Belastungsasthmas. Und außerdem wird Ihr Arzt Sie untersuchen, um gegebenenfalls auch typische Lungengeräusche noch zu hören. Sie können aber auch regelmäßig gerne zu Hause Ihre Lungenfunktion mit einem Peak-Flow-Meter kontrollieren. Dieses Gerät misst, wie viel Luft der Patient maximal ausatmen kann. Und Sie haben natürlich dadurch eine eigenständige Möglichkeit, Ihre Befindlichkeit selbst zu überprüfen und können bei Veränderung, ob gut oder auch schlecht, dann rechtzeitig Ihren Arzt aufsuchen. Und wenn Ihnen dieses Video wieder gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und auch wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Ideen, Anregungen können Sie gern als Kommentar mir schreiben. Heute geht es um das Zahnbleaching und um den Wunsch nach weißen Zähnen. Das liegt absolut im Trend und das kann ich auch gut verstehen. Wer möchte nicht gerne weiße und gepflegte Zähne haben? Aber nicht immer ist dieses Auffällen gesund. Insbesondere peroxidhaltige Bleichmittel sind nicht ungefährlich, denn sie können außer zu